zum nächsten Quick-Tipp. Ich denke mal, auf diese Sache ist der eine oder andere sicher auch schon gekommen. Das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft hier. Aber vielleicht kann ich ein oder anderen eine kurze Anregung geben. Und zwar, man bekommt ja öfters mal in den gängigen Baumärkten oder wenn so manche Baumärkte aus Versehen pleite gehen, bekommt man dann recht günstig Winkelschleifer oder auch Flexen genannt, Budget, Einhell etc. pp. Für 15 bis 19 Euro das Stück. Und wie ihr an dieser Reihe sehen könnt, haben wir so ein paar gekauft. Und der Vorteil daran ist, wenn man auf jeder Flex einen anderen Aufsatz hat, also man sieht jetzt links eine Fächerscheibe, dann einen Topfbürstenaufsatz, dann eine Fließscheibe, politisch korrekt genannt, dann auch wieder verschiedene Drahtbürsten, noch eine Fließscheibe und auf der letzten Flex eine Trennscheibe. Die letzte Flex in dieser Reihe ist eine gute, und zwar von Bosch. Man merkt nämlich, wenn man starkwandige Bleche oder Träger und solche Sachen durchschneiden muss, doch einen Unterschied zwischen den günstigen Flexen. Sie hat einfach mehr Power und man kann damit einfach sauberer schneiden. Deswegen ist es die einzige Markenflex, die für die Trennscheibe vorgesehen ist. Da ist es eine dicke drauf, normalerweise nehmen wir auch Millimeterscheiben, dann geht das eigentlich wie Butter. Unter anderem hat es ja auch den Grund, wie man auf den anderen Flätzen sehen kann, mit den Topfbürsten und Schleifaufsätzen. Es ist für die Flätz eine Belastung, vor allem man verkantet immer oder man drückt und die laufen dann auch mal am Stück ziemlich lang. Eine starke Belastung für die Flätzen. Und so eine gute Flätz wie die von Bosch und sonst was soll es zwar aushalten, aber es verschleißt eben. Deswegen benutzen wir dafür auch die billigen Flats, weil wenn sie kaputt sind, dann schmeißen sie einfach weg und kauft einen neu für 15 Euro. Der große Vorteil eben daran ist ja auch, man muss nicht immer den Aufsatz wechseln, was auch sehr nervig ist. Wenn man zum Beispiel Karosseriearbeiten macht, dann macht man erst eine Trennscheibe drauf und dann eine Fächerscheibe und dann eine Drahtbürste und dann wechselt man so und hat man mehr damit beschäftigt, die Dinger zu wechseln als zu arbeiten. So hat man griffbereit die Flätzen liegen, kann sich eine schnappen und vernünftig arbeiten.